Hallo, ich bin Markus Beckedahl, ich betreibe das Blog netzpolitik.org und kümmere mich darum, dass wir auch zukünftig in der Europäischen Union viele unserer Grundrechte, die, mit denen wir aufgewachsen sind, die wir kennen und lieben gelernt haben, auch im digitalen Raum weiter haben können. Die Europäische Union ist zuständig für eine Vielzahl an Gesetzen. Eine der wichtigsten Entscheidungen, die das zukünftige Parlament beschließen wird, ist die Frage, ob wir die Netzneutralität erhalten können. In erster Lesung hat jetzt im April 2014 das Europaparlament beschlossen, dass wir stärkere Netzneutralitätsregeln bekommen sollten, als unsere eigene Bundesregierung es möchte und als die Konzerne es möchten. Diese Entscheidung ist aber noch nicht die letztendliche Entscheidung. Das neue Parlament wird in neuer Zusammensetzung wieder darüber entscheiden. Und bei der Netzneutralität geht es darum, dass wir auch weiterhin das Recht haben sollten, jede Hardware zu nutzen, jede Software zu nutzen, jeden Dienst und jedes Protokoll zu nutzen, um mit anderen Menschen über das Internet zu kommunizieren, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht nicht, das geht schneller oder das geht langsamer. Telekommunikationsunternehmen wollen mehr Macht ausüben über die Infrastrukturen. Sie wollen kontrollieren, welche Inhalte schneller durchgelassen werden sollen und welche langsamer durchgelassen werden wollen. Und wenn wir zulassen, dass sie diese Macht bekommen, dass sie einfach mal alles machen, was sie wollen, dann können wir das offene Internet eigentlich vergessen. Dann gehen wir zurück zu anderen Infrastrukturen wie dem Kabelfernsehen. Und das ist nicht die digitale Welt, in der wir leben wollen. Deswegen kann ich euch nur auffordern, geht im Mai zur EU-Wahl. Ihr entscheidet mit, welches EU-Parlament demnächst über digitale Bürgerrechte abstimmen wird. Auf EU-Ebene werden eigentlich fast alle wichtigen netzpolitischen Entscheidungen getroffen. Alles, was von der EU-Ebene runterkommt in nationales Recht nach Deutschland, ist eigentlich schon vorbestimmt. Hier in Deutschland kann man nur noch wenig daran ändern. Deswegen ist die EU-Wahl viel wichtiger als die Bundestagswahl. Je mehr von uns dahin gehen, umso mehr Stimmen gibt es für die Abgeordneten und Parteien, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzen. Deswegen unterzeichnet auch WePromise.eu. Deswegen fragt auch potenzielle EU-Abgeordnete Kandidaten für das Parlament an, ob sie die Charta unterstützen. Es geht um unsere Grundrechte und unsere EU.